Was geht ab, Manusi-Fighter Osiri, und willkommen zu unserem neuesten Let's Play-Projekt. Es handelt sich hierbei um Jump Force. Wir werden die Storyline auf jeden Fall Let's Playen. Darauf bin ich echt drauf gespannt, wie das Ganze verlaufen wird. Was denkt ihr über Jump Force? Könnt ihr mich gerne wissen lassen in den Kommentaren. Freut mich auf das Spiel. Was haltet ihr von dem Spiel? Werdet ihr die Story-Mode spielen oder euch direkt auf die Kämpfe stützen? Könnt ihr mich gerne wissen lassen. Wir werden erstmal vorerst hier an der Stelle in den Let's Plays logischerweise erstmal. Ja, uns an die Story wagen und habe mich echt drauf gefragt, wie das Ganze verlaufen wird, auch storytechnisch. Ich denke, Jump Force ist nicht so ein Competitive Game angelegt, so wie Fighters, sag ich mal zum Beispiel. Aber das soll nichts Schlimmes heißen. Ich denke da, worauf ich hinaus will, ist, dass die Storyline oder dass ich mir von der Story ein bisschen mehr erwarte, sag ich mal. Und da auf jeden Fall drauf gespannt bin, was mit der Story gehen wird. Weil wir wissen ja, zum einen ist Light nur in der Story spielbar, beziehungsweise nicht spielbar von uns aus, sondern er trifft nur auf der Story auf. Und zum anderen gibt es da zwei Story-Charaktere, die wir hoffentlich nach der Story dann freischalten werden. Nämlich die zwei Jump Force-exklusiven Charaktere. Kane und Galena sollten sie heißen. Ich glaube, einer davon ist das. Oder vielleicht sind das auch wir. Oh. Okay. Dieser Freezer. Venoms. Die heißen die Zombies Venoms. In der erlischt das nicht mehr und niemals vollständig. Denn wir sind immer noch da. Oh, Karot. おや、お連れの姿が見えません。おめえは止めるのは俺一人で十分だ。もうこの世界はおしまいですよ。そんなことおめえが決めんな。諦めるのは悪い人ですね。では死になさい。Oh my god。しまった。 Was geht jetzt ab? Hä? Wer ist Knockdown? Wir wahrscheinlich. Das ist unser Custom Character wahrscheinlich. Trunks. Das ist just Trunks. Das soll der Trunks sein. Oh. Oh. Oh mein Gott. Keine Wahl. Trunks, was machen Sie? Lass mich in Ruhe, ey! Ja, ich bin wach, hallo. Ah, gib mir meine Songs, dann ist alles gut so, weißt du was? Kurz so, Bro. Als Held wiederbeleben! Ja, nur her damit! Nichts dagegen! Es gibt nur eine Möglichkeit, wir müssen als Held wiederbeleben. Ja, nur her damit! Wie funktioniert das Ganze? Oh je! Yeah. Mit dem Würfel der Macht! Oder wie nennen sie das? Jetzt bin ich gespannt. Oh. 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 Geht's schon viel besser. Okay. Okay. Mir geht's schon viel besser. Bin ich mal drauf geschaut, wie das Ganze jetzt ablaufen wird. Was sieht denn jetzt? Die Ladezeiten vom Spiel sind ein bisschen lang. Deswegen, ja, guck mal, wie das Ganze läuft. Ist direkt hinter mir, ich sehe das nicht, aber naja. Oh, wir dürfen jetzt Avatar erstellen. Oh mein Gott. Jetzt bin ich drauf gespannt, denn. Diejenigen, die mich kennen, es könnte vielleicht lange dauern, bis ich einen Avatar erstelle. Falls es der Fall sein wird, werde ich natürlich vorspulen. Aber ansonsten gucke ich mir das Ganze einfach mal ganz kurz an. Wir haben verschiedene Typen: Ninja-Kampfstil, Akrobatspiel, Taiyu zu den Gegnern besiegt, Piraten-Kampfstil mit den weiteren mächtigen Schlägen auszuhalten und dann Gegner zu bezwingen. Okay, und Typ A-Kampf, Kunstgegner, Gegner mit schnellen gezielten Schlägen. Ich nehme mal so einen Pirate. Let's go, wir haben mal so einen Pirat. Okay. Größe, machen wir es da nicht ganz so hoch. Ja, das ist gut. Körperbau. Okay, so allzu breit wollen wir auch nicht werden. Machen das Ganze mal so. Brustumfang. Jetzt komm mal her. Was ist das? Ich will einfach eine Brust geben, die den einfach keiner weiß. Okay. Ausdruck davon. Ja, ich bin jetzt zwar jetzt nicht so lange in der Sonne. Machen wir mal so leicht braun.
Leicht braun. Ja, das sieht doch, das sah doch nett aus, finde ich. Alright. Ja, danke. Friese. Oh. 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 Hast du von den Charakteren die Friese? Oh, ich weiß doch nicht, sogar Friese. Ich hatte Eskalation, okay. Ja, keine Ahnung, Freunde. Ich wusste, dass ich so lange brauche. Im Endeffekt, egal, wir nehmen den einfach. Let's go. Ich wusste, bei sowas brauche ich immer sowas von lange. Ich saß locker 20 Minuten dran, habe den Charakter erstellt. Aber im Endeffekt bin ich eigentlich auch nicht so stark. Ich bin eigentlich nicht komplett zufrieden. Aber ich glaube, im Spiel selbst wird man noch Kostüme und so freischalten und tralala. Ja, was soll ich sagen? Mach einfach, komm. Ich hatte eigentlich eine andere Friese oder so, aber keine Ahnung. Nee, nicht online spielen, sondern erstmal die Story spielen. Dann gucken wir einfach mal rein, spielen einfach mal rein, dass wir einfach mal anfangen, jetzt würde ich sagen. Aber ja, ihr merkt schon, weil sowas. Sowas brauche ich sowas von übertrieben lang immer. Das muss passen, jenes muss passen. Das muss so sein. Im Endeffekt bin ich mit dem eigentlich auch nicht zufrieden, mit dem Dackel. Aber was soll's, nehmen wir einfach mal an vorerst. Und genau. So, jetzt braucht echt ein bisschen lang, um zu laden, aber jetzt das festgeladen. Was geht jetzt ab? Als Held neugeboren. Prolog Wiedergeburt, alles klar. Vielleicht soll ich mich in die andere Richtung versetzen. Ah, gucken wir mal einfach mal. Das mache ich dann spontan alles. Keiner kennt den, Alter. Das bin nicht ich. Sein Unterstützer im Kampf, alles klar. Ja, und jetzt? Risa! Diese Welt wird dir nicht gefallen. Jetzt bin ich schon, was abgeht. Let's go. Oh, wer sind die? Ah, jetzt muss ich mich gegen die Dappen, die Venoms. Ja, let's go. Let's go. Jetzt bin ich doch schon, was ich drauf hab. Umbras Kubus. Ah, Suizerwürfel. Okay. Aber ich bin echt aufgeschaut, was damit auf sich hat mit der Storyline. Ich hoffe, die haben da was Gutes verpackt, storytechnisch. Also von der Handlung her. Ja, jedenfalls, gucken wir mal. Aber ich bin eben mit dem Charakter. Ich hoffe, ich kann den noch ein bisschen ändern oder so, aber ich glaube nicht. Ah, doch, Kostüme und so kann man es ja holen, etc. Blablabla. Ich hoffe, dann wird da ganz cool. Am Anfang hatte ich lange Friese, so, aber ich wusste nicht, ich wollte, sollte ich das nehmen, sollte ich das nehmen. Dann dachte ich mir, weißt du, was machen Troll-Charakter, warum nicht? Und im Endeffekt habe ich jetzt den einfach genommen. Was soll's, hoffentlich passt es, ey. Egal, jetzt, komm kämpfen. Du kannst überschreiten, wenn du den Gegner besiegst. Okay. Ich werde dir nun die grundlegende Steuerung kämpfe erklären. Rechts neben dem Charakter, so befindet sich die Gesundheitsanzeige. Ja, okay, ja. Nutze L, um dich zu bewegen. Spring mit X, yeah. Oh, Baby! X ist springen, ja. Okay. Junge, ich dachte mich einfach. Let's go, ich weiß, wie es geht. Oh, let's go! Oh! Ah, ich drücke gerade nur die ganze Zeit Viereck. Okay. Und wir drücken halten. Zack! Das zweite, okay. Für einen hohen Ansturm und für einen niedrigen Ansturm. Okay, okay. Warte, hoher Ansturm. L und wiederholt den. In seine Richtung was? Bitte! Hä? Ah! Ich guck grad nach unten mit dem Viereck. Ah, okay, jetzt ich schau mal nach oben Viereck. Ah, okay, okay, das macht. Ah, lol, okay. Nach oben und unten macht auch was aus, alles klar. Drücke auf den Boden wieder Dreieck oder Dreieck in der Luft, um einen Schwerangriff auszuführen. Okay. Drücke auf den Boden, Kreis, dann geht er zu greifen. Also, das ist Grab? Mein Grab? Okay, ich sehe schon hübsch aus, aber ein bisschen zu hübsch. Und, komm run! Zack! Okay, 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 wir werden warm. R1 um zu. Okay, abwehren. Abwehren. Und die Sidesteps! Zack! Ey!
Damit ist das Basiskampf abgeschlossen. Nutze was gelernt, was du gesehen hast. Junge, was machst du da? Komm mal ran. Komm mal ran, Menons. Was ist jetzt los, hä? Komm mal ran. Raus, Monge! Oje, oje, wir machen ja kaum Schaden. Oh, was jetzt? Oh, mal langsam. Hey, hey, es war Spaß, hey, du, hör auf. Hallo, ich blockiere ihn doch. Wow, raus mit dir! Kampf für 1 wurde abgeschlossen. Yeah, genau diese stehst. Na gut, gut. War ein guter Anfang, würde ich sagen. Danke, ciao. Ja. Entrinnen, wenn man angegriffen wird, dann und du im L1 drückst, dann tust du quasi entrinnen. Wenn das Wort für das, was ich gerade versuche zu erklären. Dann habt ihr das vielleicht gesehen, dann bin ich, der Gegner hat mich angegriffen und auf einmal war ich weg von ihm. Und das habe ich gemacht, indem ich L1 gedrückt habe. Aber dafür gibt es eine Ausdauerleiste, die ist unten links. Genau. Und ja. Ja, hallo Leute, ihr merkt schon, das Leben ein bisschen lang. Ihr seht genau hinter mir, ihr seht es noch nicht. Guck mal, oh man. 81% gerade, aber ja. Jetzt. So. Ah, okay, die bestehen auch alle aus Kubus, okay, ist ein Kubus. Wie nett der aussieht, so ein Affe, Roboter-Affe. Keiner weiß, ich bin nicht zufrieden mit dem. Ich hab schon immer gewusst, auf den Mensch kann man es einfach nicht verlassen. Dieser Freezer. Hau rein, schau. Atarashii Onakama-no-shinpai wa ii in desu ka? Sore de wa, mata. Hau rein, Freezy. Was schaust du, Trunks? Ja, mir geht's gut. Ja. Danke. Meine Frise schaut mich, Trunks. Wie ich heiße? Otaru. Otaru heißt ich, ja, Otaru. Ja, danke. Hey, oh, my boy, Trunks. Hey, was geht hier gerade? Ja, können wir mal ein bisschen vorankommen? Es ist schon geil, wenn die einfach über. Kannst du noch was so kriegen? Das ist so geil, wenn die einfach. Wenn Trunks draft you in Naruto. Ich komm mit dir, let's go. Yes, go, let's go. Der Affe ist geil. Okay, ja. Oh, mein Charakter, der sieht so grausam aus. Ihr merkt schon, ich bin einer, der achtet richtig auf so Charaktererstellungen. Oh, ich hab den irgendwie nicht hingekriegt, finde ich, aber das ist nicht schlimm. Ich lasse mir da schon irgendwas einfallen. Wenn es irgendwann so ein Barbershop geht oder so, dann gehe ich direkt zum Friseursalon, das sage ich euch. Naja, ob so oder so, wahrscheinlich werden wir erstmal nur die Basics machen, die Tutorials am Anfang. Ich bin aber gespannt, ob das allzu lange dauern wird oder nicht. Jetzt sind wir im Lager jetzt. Nice. Was ist das? Was reden die zwei da? Keiner weiß. Der eine macht so, der andere macht so. Olle, was geht jetzt ab? Ey! Goku no Ochan ga kaettekita. Ah, es ist so geil, wenn die miteinander reden einfach. Sumare. Frieza no yatsu nigashichiwatta. Tsugi atta toki ni yatsukeriya ii so. Wie Ruffy redet. Soda. Sore de warii kendo, meshi nee ka? Ora hara hechiwatta. Ja. Saki, ore ga zenbu kuchiwatta. Schon alles gefuttert, der Ruffy. Wusso da ro? Das ist so. Guck mal, Trunks, aber wieso guckt er so? Der guckt so immer. Anata tachi no sekai no hito wa koko ni kuru to minna bikkuri suru desu yo. Dōzen da.
君たちが漫画で見ていたような想像の世界が目の前に広がっている。Ja, Mann, richtig geil. Das ist geil, dass sie darauf eingehen einfach. Direkt auf was geht ab. Umbras Basis ですか。ここはベノムズと戦う者たちが集う人類反抗の拠点だ。私はグラバー。はい。Das ist ein bisschen komisch aus, unser Direktor. このベースキャンプにいる者たちは私も含め、ほとんどが君と同じ世界の出身だ。Okay. 彼ら以外はな。単刀直入に説明する。世界というのは一つではない。我々が住む現実世界とは別の世界が存在する。Okay. その世界の名は、so, nennt man, ジャンプ。Ja, jetzt. このジャンプ世界から。Ich finde es gut, dass das erklären. Die fallen aus dem Jump in und die sogar in Venom sind. Wir haben unsere Welt ins Chaos gestürzt. 現実世界は破壊と混乱に飲み込まれた。その脅威に対抗しているヒーローたち。それが J-Force。Jump Force bekannt. Ah, die Helden Jump Force. J-Force のメンバーには、J-Force genannt. Setzt sich aus allen Helden, die die Jump Welten bewohnen, wie Goku oder Trunks. Korrekt, wir sind einer davon. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus.Oh! そうだ。今の君には彼らと共に戦う力がある。君の中に埋め込まれたキューブが君の意志に反応して力を与えたのだ。我々はそれをコズミックキューブと呼んでいる。倒したベノムズから現れ出たのもまた同じものだ。そう。ベノムズはもともと人間だったのだ。Okay, alle Venoms waren früher mal Menschen. 悪意を持つ者がキューブの力を手にしたなれの。ベノムズは悪意を持つ者を集め、彼らにキューブを与え、okay, yeah. 仲間を増やしながら現実世界で支配エリアを拡大している。このままでは現実世界のすべてがベノムズによって支配されている。Also diese Kubus ist quasi so die Quelle der Kraft. ベノムズの殲滅はもちろん、ベノムズを生むキューブの回収が必要だ。Okay.Macht Sinn. Ja, gerne, auf jeden Fall. Aber wenn du mir irgendein anderes Kostüm hast oder so, dann bin ich am Start. Ja, warum nicht? Passt du uns ja auch nicht. Dann gehörst du auch zu J-Force. Ich bin schon gespannt auf deine Zukunftsleistungen. Okay, let's go. Dieser Trunks, was ist mit dem? Der hat immer was zu tun. Der ist ja nervöser als ich, sag mal. Keiner weiß, unser Boy Trunks. Aber, genau, jetzt bin ich. Guck mal, wie das weitergeht.Im Endeffekt haben wir eigentlich noch gar nicht so viel gesehen. Ja, wir wissen jetzt quasi, wo wir sind, was auf sich hat, woher die Kraftquellen kommen, wer ist. Oh, jetzt geht's weiter, okay, nice. Ah, jetzt die Zeit! Die Pläne sind so, wie sie sind. J-Force und so atskurische Leute haben sich versucht, aber es ist kein Problem. Die Zahl der Helden hat sich langsam erhöht. Aber wenn es gut ist,Das ist der Jiden aus Jump Force. Seckkatsch, ne? Isogi Takumar. Konnaxarikita Sekai. Okay, Leute. Was ist das? Kefo oder was? Keine Ahnung. Oh. Ah ja, jetzt ist er langsam. Ja, ja. Sekai ni Kono. Watashi wa Ozaru des. Genau das. Jetzt beißen wir mal. Das Geile ist, der Jump Force nie gelang ein neues Spiel. Also, ich hatte damit noch nichts zu tun gehabt in Sachen jetzt von der Story. Ich weiß nicht, um was geht und so. Das ist für mich auch zum allerersten Mal neu. Und deswegen bin ich auch gespannt, wie so meine Eindrücke dort sein werden. Oder an sich so, was ich da mitnehmen kann. Oder wie ich das empfinden werde, die Story. Ich bin nämlich echt gespannt auf die Story, weil ich bin lieber ein Zocker, der so Story Games zockt, um ehrlich zu sein. So. Reines Batchen wird mir nach der Zeit langsam. So, das aufkeimende Böse, Kapitel 1.Alles klar, ich überlege mir noch, wie gesagt, ob ich noch zur anderen Seite, aber ja, Navigator, danon da. J-Force war 戦略的観点から Also, was einfach mal war, zack, den hier. Venoms の進行拡大を防ぐ Alpha Team. Okay. Venoms に占領されたエリアの奪還を担う Beta Team. Ah, okay. Also, Gurus Team.Reines Dappen, Rockies Team erobern. Spionageaufträge mit Naruto, ey cool, ich finde das cool. Ich finde cool, dass sie das so aufgeteilt haben. Muss ich für ein Team entscheiden. Oh! Ah! Bei der Entscheidungszeit, okay. Oh, ich muss jetzt. Okay, ja, sehr gut. ちなみに
所属することでそのチームメンバーの技を習得することができる。 Fertigkeiten. Okay, gut zu wissen. チームを選ぶ時の参考にしてくれ。 Wir müssen jetzt quasi eine Entscheidung fällen, die quasi unsere Fertigkeiten beeinflussen wird. Das ist, ich find's gut sowas. So, lass die Runden lang durchgehen, bevor du dir ein Team aussuchst. Alles klar, drücke Kreis, um mit den Charakteren in der Lobby zu reden. Hör dir an, was sie mit der J-Force zu sagen haben. Wenn du dich verirrst, drücke Dreieck, um die Karte zu öffnen, dann findest du alle Räumlichkeiten und nicht den Charaktere. Drücke Option, Lobby-Menü. Alles klar, dann wieder. Ja, kannst du mal bitte zur Seite. Jetzt reden wir erstmal mit den Boys und Girls und gucken, was da abgeht. Kriegt ein Team bei. Und dann würde ich sagen, machen wir noch ein Kapitel oder sowas. Und dann, ja, dann machen wir für den ersten Part langsam erstmal Schluss, Sorinio. Ich wusste es. ich muss nämlich noch genau wissen, das werde ich erst wissen, wenn ich das Spiel spiele, wo ich mich am besten hin positioniere. Hier war doch Thema, oder? Okay, Option haben wir, Avatar anpassen, Gegenstände, Option. Avatar anpassen. Kann ich hier wieder meinen Avatar ein bisschen umändern? Das wäre geil, wenn man das einfach so machen könnte. Kann man aber wahrscheinlich so, wie es aussah. Ja, kann man. Ja, perfekt, perfekt. Sehr schön, sehr schön. Da habe ich mich vorhin umsonst so viel Sorgen gemacht. Das finde ich cool, dass die Option gegeben haben, dass du auch hin und her switchen kannst, auf jeden Fall. Jetzt würde ich erstmal sagen, wir informieren uns erstmal um ein Team, schließt uns ein Team an, kurze Planänderung. Ich muss nämlich erstmal selbst realisieren, was gerade so abgeht, beziehungsweise wie ich das Ganze einplanen werde, weil ich den ersten Part auch nicht so allzu lang halten. Wir haben zwar noch nicht viel gesehen, aber ich glaube, es ist normal für so einen ersten Part. Deswegen lasst uns zumal erstmal für den heutigen Part eine Entscheidung fällen, ein Team beitreten und dann machen wir im nächsten Part Zeit dann weiter quasi von dort aus. Aboto, renn jetzt erstmal und... Ja, stopp! Weil. Oh mein Gott! Wo ist Karot hin? Ich will mich doch einfach bei einem. Harold, sag mal, wer seid ihr alles? Ah, da, Goku, jetzt red mal ein bisschen. Komm, was hast du zu bieten? Hallo? Hallo? Mit Kreis, okay. Hab die ganze Zeit X gedrückt. So, jetzt hast du zu sagen, Karot. Was haben sie zu sagen? Wow! Okay, das ist dein Team. Wie aggressiv so gleich ist, Alter, was will der? Ja, ich sehe schon stark aus. Alter. Ah, die wollen jetzt mich schmeicheln, dass sie in ihr Team kommen. Gara ist auch cool. Ich finde das cool, dass sie das inszenieren mit so einer kleinen Szene. Alles klar, merke ich mir. Gara und Zoro und Piccolo und Goku sind hier am Stand. Oh, ey, ich finde, das haben sie cool gemacht mit der Wahl. Jetzt gehe ich mal kurz rüber. Bin gespannt, wer bei Ruffy im Team ist. Luffy, Mugiwara. Und wer bei Naruto im Team ist. Also das Team fand ich schon cool mit Zoro und Gara, um ehrlich zu sein. Aber jetzt guck mal, wo sind die anderen? Wieso haben die du so weit weggesetzt? Außerdem finde ich meinen Charakter läuft komisch. Wieso läuft der so komisch? So. Ah, Mugiwara. Welche Team? Oh, was ist das? Oh mein Gott. So, jetzt sag mir, wer ist in deinem Team? Strohhut, Kopf, Ruffy. Oh! Boah, Hancock! Luffy-san des. Boah, Hancock, die Dame. Mademoiselle, aber. wir wollen mal nicht so käuflich sein, ne? Jedenfalls, tun wir mal weiter. Und zwar. Wer fehlt noch? Naruto. Die sind auf Mission. Die machen Missionsaufträge, ne? Er spielt natürlich auch eine Rolle, was für ein Auftragstyp ich werden will. Ich hier C oder was? Nee.
Da ist C. Soll das ein C sein? Das sieht aus wie ein R. What in the world? Guck mal noch zum Abschluss unser Boy Naruto an. Ah, ich weiß nicht, was der zu bieten hat. Ich weiß, ob ich Bock auf Mission habe, eher oder eher auf Klatschen, ganz klassisch. Bis jetzt denke ich, werde ich eher in Gokus Team gehen. Es sei denn, wer ist hier? Let's go. Ikso! Wen haben wir am Start? Oh, Sabo und Kakashi und Shanks. Komm, wie Sabo guckt. Komm, was mit Shanks? Warum guckt er so nach unten? Wie so ein Kind. Ja, ich gehe ganz sicher zu Goku wegen Zorro. Alle wissen den. Ey, was mit dem? Ganz hinten in der Ecke, Alter. Ich bin ein Emo. Ciao. An dein Dad, ne? Ich weiß, ob ich auch Bock habe, jemanden auszukundschaften. Aber dieser Trunks, der macht es halt, so sympathisch wie der ist. Also, jetzt tue ich entweder zu Naruto oder Goku. Weiß nicht, was du. Ja, ich glaube, wegen Zorro an sich, weil. Das sind ja quasi dann die, die mir was beibringen. Und ich hätte schon Bock, Schwertkämpfer wie Zorro zu werden. Trunks, Naruto war schön. Ich entscheide mich für Goku. Lasst mich auf jeden Fall wissen, Freunde, für wen ihr euch entschieden habt. Und auch natürlich, ob euch Jump Force gefällt. Jump Force selbst. Moment, Moment. Weil ich. Ja, ich gehe zu Thema, ich gehe zu Thema. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir für diesen Part hier vorerst Schluss. Ich schließe mich ganz kurz bei Goku. Und Karot, wo sind sie? Ey, der Charakter läuft irgendwie komisch, finde ich. Guck mal. Also, Karot, it is, let's go. Wo ist eigentlich Vegeta, der Dackel? Und was gibt's heute für ein Problem? Hallo, ich will ein Team beitreten, ne? Oh mein Gott, zu wem musste ich jetzt wegen dem Team? Ja, Freunde, nach... Keine Ahnung, nachdem ich 8 Jahre lang hier rumspaziert bin... ...bin ich hier quasi... ...von hier da runter... ...hier... ...zwischen den ganzen Team A, B, C und was weiß ich... ...und da jetzt, da muss ich hin zum Ausrufezeichen. Warum ist die... Kann ich die Karte nicht ranzoomen? Was ist denn los? Oh je, Mine. Muss ich dem sagen, für welches Team ich mich entschieden habe, oder was? Ja, oh mein Gott. Ja, weiß ich. Komm her. Oh, Team Alpha von Goku. Ja, Team Alpha. Ich gehe in Team Alpha. Nein. Oh mein Gott. Oh mein, ich habe mich einfach verlaufen wie Zorro. Ich glaube, dahin passe ich. Fang mit dem Training an. Let's go! Ist nicht, dass du übernehmen willst, Goku, kann ich mir vorstellen, dass andere zu trainieren, dass deine Stärke ist. Jetzt komm mal an. Oh je. Was war denn das für ein Krampfgrad? Also machen wir das Training von Goku noch. Und dann ja. Okay. Dann ist halt GG. Dann ist halt legit GG. So, jetzt. J-Force-Member-Motron. これまでに戦ったベノムズの情報をもとに構築されたアバターを使用し、シミュレーションによる模擬戦闘が可能です。まあ、要するに今までに戦ったやつらなら誰とでももう一遍戦えるっちゅうわけだ。でも模擬戦闘はまた後だ。今、オフケイツカラゴ。いや、にしょすぎ、ザイツ。さ。や、ロス、エンディ。カラテコ、や、コメツィ。 Oh Mann, der schwafelt auch, du, links und rechts. Wie witzig das war, ohne Spaß, bis ich das mal gefunden habe, wo ich hin muss. Kein Sinn. Aber wenn ich jetzt, ja, mach mal den Kampf hier fertig und dann ist Gott. So, kannst du Gegner besiegst.
Kommen wir zur Aktion, die mit der Anzeige zusammenstellen. Die runde Anzeige in der unten linken Ecke. Genau, das Bildschirm ist die Mobilitätsanzeige. Okay. Wenn diese Anzeige leer ist, kannst du vorerst keine Aktion durchführen, die sie nutzen. Okay. Verfolge deinen Gegner, indem du L1 drückst, wenn du auf dem Boden oder in der Luft bist. Verbrauche einen Teil deiner Mobilitätsanzeige. Eine Verfolgung ist ein offensives Manöver, wenn du den Gegner zustellst. Entrinne, indem du L1 drückst, nachdem du abgewehrt oder Schaden erlitten hast. Verbrauche einen Großteil deiner Mobilitätsanzeige. Verstehe. Defensiv Manöver, ja, genau. So, erst vorausgehen. Zack, runter mit dir. Was jetzt los? Ja? Hä? Ja? So, bam. So bin ich entrinnen quasi. Okay. Unter der Gesundheitsanzeige. Halte Anzeige drückt, während du dich auf den Boden findest, um deine Energie zu fokussieren. Okay. Oh, das sind meine Fähigkeiten. Ah. Ich hab die von Zorro und so. Ah! Kamehame! Das ist von Goku. Wie hübsch. Aber Piccolo's Ulti habe ich. Und dann habe ich hier noch an der Stelle Zorros. Lol, einfach imaginäre Schwerter. Sanzunomi! Ja, wie lang? Ich hab auch noch Zeit. Lol. Okay, komm ran. Und jetzt! Zack, ja, was ist das? Oh, wie viel Schaden das macht. Raus mit mir! Okay. Gut. Damit kann ich mich zufrieden geben. Alles klar. Ja, okay, jetzt habe ich quasi von den Charakteren einzelne Skills. Ihr habt es gesehen, Zorros, Phoenix, whatever wie das hieß, Kamehameha und so fort. Ja, macht Sinn auf jeden Fall. Aber das kann man ja alles anpassen. Man kann ja seinen Charakter dann im Endeffekt dann individualisieren an eigene, andere Abilities geben, Skills und so fort. Ja, Team Alpha. Alpha. Use Code Alpha. Oh, wie cool. Ich hätte ganz so aus Klamotten. Oh, ist die schon hübsch aus. Ist schon gut. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir für diesen Part erstmal Schluss. Der allererste Part vom Let's Play. Du hast in diesem Kampf eine neue Fähigkeit erlernt. Du hast die Fähigkeiten verbinden und Veränderung am eigenen Leib erfahren. Darauf hast du umgekommen, bis dein Inneren reagiert und dir eine neue Fähigkeit verlieren. Und zwar. Je mehr ich den Kampf du sammelst, desto mächtiger wirst du werden, Meister. Okay, ich schlage vor, du möchtest den Kampf werden. Okay, mach mal. Alles klar. Genau. Und auch gespeichert einstellen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, Freunde. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann auf jeden Fall ein Like. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be.